Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 5. Ja Leute, ein bisschen kleines Missgeschick passiert. Ich habe gerade schon zwei Folgen aufgenommen. Ja, bis ich dann mal gemerkt habe, nachdem ich sie, bevor ich sie hochladen wollte, nochmal reingehört habe. Das Mikrofon wird gar nicht aufgenommen. Ja, irgendwie war ein USB-Fehler. Tja, Rechner neu gestartet, funktioniert wieder alles. Gut, ihr habt also zwei Folgen verpasst, die werde ich nicht hochladen. Was soll ich die hochladen, ohne dass ihr mich hört? Verpasst habt ihr nicht viel. Ich bin halt hier in das Gebiet rübergefahren. Und zwar hier lang. Ja, es war nichts. Hier war eine kleine Straßensperre. Hier ist eine Tanke gewesen. Aufträge gab es gar nicht. Hier gab es einen Auftrag, da musste ich einmal drei Fische fangen, das habe ich gemacht. Werdet ihr später noch kennenlernen, die junge Dame, weil da muss ich gewisse Fische fangen irgendwo. Die sind ganz verstreut hier in ganz Montana, hier hinten muss ich hin und so weiter. Da müssen wir nochmal zu ihr hin und ja. Ansonsten, dann habe ich hier noch ein Feuerzeug geholt. Das war's. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist jetzt den Sektenaußenposten befreit. Wie gesagt, ansonsten Aufträge gab es hier gar nicht. Und ihr seht es auch, ich habe jetzt hier zwei abgeschlossene Aufträge und einen Sektenposten. Einmal war es halt der Angel, wo ich drei Fische fangen sollte, das habe ich gemacht. Und der andere, ja, weiß ich gar nicht. Ach so, ja, wird das Prepper-Versteck hier gewesen sein, was wir ja noch in der alten Aufnahmesession gemacht haben. Ist natürlich ein bisschen schade, weil ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Ich kann jetzt nur echt nur eine Folge für, ja, eigentlich schon für heute aufnehmen. Was ich euch noch sagen möchte, ich habe hier einmal den gekauft, dass ich zwei Begleiter haben kann. Und hier diesen, dass ich Spezialmunition auch beim Händler kaufen kann. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Waren ja auch nur zwei Folgen. Die Frage ist halt, sollen wir jetzt erstmal hier so die ruhigere Ecke angehen, weil hier ist wäre nochmal Prepper-Versteck und hier oben wäre nochmal ein Feuerzeug und ein Comic, weil es ist sehr weitläufig das ganze Ding hier im Gegensatz zu dem anderen, wo immer Terror war. Auch hier ist ein bisschen ruhiger so die gesamte Sache. Ja. Oder wir fahren halt jetzt erstmal hier hin, Oberling Rastplatz. Und machen halt erstmal die Haupt. Es gibt auch nur vier Außenposten. Also hier wäre schon der zweite, die Ranger Station. Also hier könntest du schon echt schnell durchsmashen, wenn man das will. Aber ihr wisst ja, ich gehe gerne so Stück für Stück vor eigentlich. Hab mir jetzt aber auch nicht so viel Gedanken gemacht, ob wir das wieder so machen oder ob wir erstmal so die Hauptdinger durchgehen. Wie ihr seht, hier wäre auch noch mal ein Haus. Hier oben war ich auch noch nicht. Ja, und dann müsste ich halt hier diese riesen Straße lang. Weil ich denke mal, da werden wir auch einige. Und hier müssen wir auch noch hoch. Da würden wir mit Sicherheit auch einige Aufträge kriegen, oder? Ich denke nicht, dass da gar nichts ist. Machen das mal so. Wir machen jetzt ihn hier. Wird ja ein Begleiter von uns sein. Und danach werde ich dann hier erstmal lang smashen. Und dann werden wir hier die große Dingen fahren, das abarbeiten. Dann nehmen wir ihn mit hier. Das wird ja unser anderer sein. Und ja. Dann gehen wir zu dem Außenposten. Oder vielleicht mache ich den Außenposten jetzt gleich noch, wenn wir hier fertig sind. Müssen wir mal gucken, was wir hier machen müssen. Und wo wir da hin müssen. Gut. Haben wir jetzt hier irgendwo ein Auto rumstehen? Haben wir SUV. Ja, dann gehen wir doch mal hier die Richtung. Ein ganz normaler Tag in Montana. Ja, wir haben auch hier keine Quest gekriegt, nachdem wir den Außenposten befreit haben. Vielleicht hätte ich auch einfach die Hauptstraße gehen sollen, aber ich denke mal, das ist eigentlich Wumpe. Ja, also die Außenposten. Bereit, wenn du es bist, Boss. War eigentlich ganz cool.
Leider ist ein Alarm losgegangen, aber... So habe ich mich seit Afghanistan nicht mehr gefühlt. Naja, und ihr seht's, wir haben die depressive Grace... Ja, genau, eine Granate oder was. Ignoriere ich jetzt einfach mal. Wir haben die depressive Grace da mit am Start. Aber die ist halt schon ganz... Ich sehe sie. Die ist halt schon ganz gut auf der Entfernung. Ja, 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 ist doch gut. Eigentlich nur den Truck stoppen. Mädels, macht ihr auch was oder? Oh Mann, ey. Das war ja wieder eine gute Aktion. Guter Schuss. Ja, die brauchen immer ein bisschen, bis sie mal loslegen, ne? Das Schöne ist natürlich, mit zwei hast du natürlich eine höhere Chance, dass sie dich auch irgendwann wieder aufheben. Aber der Truck ist jetzt weg, oder was? Viel Fraßvieh. Hast du ihn? Nice. Ich mach nur Ressourcen frei, hä? Hey, gibt's halt viele diese komischen Wölfe. Das habe ich schon festgestellt. Und Straße ist mal wieder komplett belegt hier. Ja, ist gut, Leute. Ich kann das den ganzen Tag machen. Wir haben nur noch 90 Meter, da können wir auch hinlaufen jetzt. Ja. Das andere liegt unter der... Lass mich durch. Andere liegt unter der Karre. George Wilson. Ich bin George. Ich behalte für Eli die Straßen im Auge. Sag ihm, was die Peggys vorhaben. Hab neulich eine Menge Trucks voller Gefangener gesehen. Die fahren wohl alle zum alten Sägewerk. Das war nicht immer so. Früher war hier alles voller lachender, ballspielender Kinder. Hab ich ihnen beigebracht. Hab in der Minor League gespielt. War Shortstop für die Hope County Cougars. Aber das ist lange her. Lange vor diesem verdammten Krieg. Ich hab meine alten Karten durchgesehen. Diese Sektentypen haben unser ganzes Team getötet. Hätte schwören können, dass ich noch das Set aus meinen aktiven Tagen habe, aber einige fehlen. Sag mal, macht es dir was aus, die Augen nach diesen Karten offen zu halten? Komm wieder, wenn du sie gefunden hast. Wäre toll, sich an die alten Zeiten zu erinnern. Aha, also schon wieder ein Sammelmoped. Genau, ich hatte auch schon eine gekriegt. Ja, jetzt sollen wir noch 9 Baseballkarten sammeln. Naja. Das andere war... Warte mal. Hier, Cheeseburger, Wackelfiguren, genau, den hatten wir noch gekriegt, den Auftrag. Nein, ich will den keinen angezeigt haben. Du gehörst nicht zu Jacob und seinen Leuten. Hat sich wohl mal wieder Glück. Überleben ist eine Kunst, kein Handwerk. Los da unten. Mal gucken, ob wir den wenigstens abfangen können. Oh, du Arschloch. Was soll ich denn? Lass es aufgehen!
Park die Scheiße ab. Ja, Grace ist... Ich habe keine Ahnung, Leute. Bereit, wenn du es bist, Boss. Ist mir jetzt auch scheißegal. Hau ab. Ah, Grace ändert die Position. Ihr seht, die Straßen sind mal wieder vollgeballert. So. Gut. Gehen wir's an. Ranger-Station. Mein Gott. Gut, mal gucken, ob wir es diesmal hinkriegen ohne Alarm. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir es nicht hinkriegen. Da geht es nämlich schon los. Gut, den haben wir wenigstens schon mal geregelt. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, wo denn die Alarme sind. Einmal da hinten, wo grün ist. Schwach. Wir haben uns vor jedem Hindernis, jeder Gefahr, jeder Angst. Ernsthaft? Das war's schon, oder was? Bleib hier einfach. Na, das war's, geht schon wieder der Alarm los. Da oben auf dem Dach war doch einer. Ja, das war's, ey. So eine Scheiße. Raketenbeschuss. Ja, jetzt machen wir ganz Kamikaze hier. Fuck, wechsel die scheiß Waffe, ey. Irgendwo ist ein verkackter Mörser, ey. Ja, genau, schieß die eigene. Mann, ey. Ja, wie schlecht der Außenposten hier ist. Wie schlecht das gemacht, ey. Naja, super. Bist du auch tot? Ha! Nee, sie lebt noch. Aber nicht mehr lange. Glaubst du, es noch einen wiederzuholen? Ja, nimm das scheiß Erste-Hilfe-Ding. Und nimm die scheiß AK in die Hand. Schon wieder Mörserbeschuss. Greifen von überall an hier. Wir müssen den Scheiß... Was ist jetzt los? Alter, voll der Bug jetzt. Dauerfeuer hier. Wo ist der scheiß Mörser? Der muss doch irgendwo hier oben sein. Weniger.
kann sie nicht orten. Mein Gott, wo denn? Weiß auch nicht, was sie da oben rumeiert, ey. Wie schlecht von mir. Muss ich selber sagen, Leute. Junge, Junge. Das hört sich nicht gut an. Ich habe die Ziele wieder aufgestellt. Der Rekord, alle zu treffen, liegt bei 30 Sekunden. Mal sehen, ob du das besser kannst. Das ist doch mal eine schöne Mission. So. Aber jetzt wirklich schwierig war es ja auch nicht, obwohl wir schon so schlecht sind. Also nächste werde ich Sektenaußenposten werde ich auf jeden Fall solo machen. Also dann mal versuchen, sneaky zu sein. Weil das hat natürlich jetzt gerade, glaube ich, Judy war es versaut. Man muss vorsichtig sein. Heutzutage weiß man nie, wie man noch trauen. Quatsch, ich gebe Munition hier. Was ist alles? Da haben wir schon wieder doch ganz gut gesammelt. Okay, gut, Schießstand machen wir jetzt erstmal. Kann doch eigentlich nicht so weit weg sein, sag ich doch. Wer bist du? Ach, da kommen wir ja neue. Was zum? Ich soll gar nicht ziehen. Achso, ich muss weiter vorrücken. Achso, soll ich jetzt auf die Enten schießen oder was? Das kannst du ja mal voll knicken. Das ist ja noch schlimmer. Nicht eine getroffen, ey. Junge, Junge, Junge. Mann, Mann, Mann.
Das ist ja locker schaffen, wir müssen hier. Willst du vorne anfangen oder was? Aha. Warte mal, was war das? Ich wette, die Prepper aus Hope County freuen sich insgeheim, dass sie... Ach, geht direkt mit Runde 3 los, ja gut. Hey, siehst du, schön dich zu sehen. Doch nicht so nur. Da wäre natürlich jetzt hier... Aber wir können natürlich die Schrotzhammer ausprobieren. Aber da wäre natürlich hier so ein Dingensgewehr wahrscheinlich... Schlechter laufen können. Na, Schrotkugel ist denn ja schon alles richtig, ne? Ja, dafür braucht die 200 Jahre zum Nachladen, ey. Naja. Hätte auch besser laufen können, hast du recht. Gut gemacht. Du kannst gut damit umgehen. Hier, das hast du dir verdient. Ja, wie, das ist alles? $800 oder warte, ich dachte, ich jetzt hier irgendwas Schönes. Für dich ist es hier nicht sicher. Ja, werden wahrscheinlich mit Sicherheit jetzt bald entführt werden. Ich muss hier weg, gib mir Deckung. Wollen wir was dagegen unternehmen? Bleibt da ruhig, ich muss eben Schloss knacken hier. Ein Jäger ist nur so gut wie seine Ausrüstung und wie seine Hände. Shit! Willst du schnell oder langsam sterben? Scheiß Baggy! Was geht los? Die wollen mich bestimmt holen kommen jetzt, ne? Da sollte ich wohl Danke sagen. Da solltest du wohl. Kannst du mal... besser geführt. Die Welt ist schwach. Weich. Wir haben vergessen, was es heißt, stark zu sein. Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos, schwach, kraftlos, verseucht. Wir lassen die Schwachen, die Starken rumkommandieren und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg abkommen. Aber die Geschichte kennt den Wert von Opfern. Vom Ausdünnen der Herde, damit sie stark bleibt. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt... zahlen wir die Zeche dafür. Jetzt steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Wir keulen die Schwachen. Wir tun, was getan werden muss. Ja.
euch denn los? Ich dachte, der gehört zu mir, ey. Was? Keine Munition mehr, ne? Achte auf deine Zeit. Gut, dünn die Herde aus. Tja. Opfere die Schwachen. Mach weiter. Geh doch durch. Du bist kein Held. Ach, ausgerechnet jetzt musst du nachladen oder was? Nicht übel. Wo? Die Uhr tickt. Genau so. Eli, ich sehe sie. Rein da. Walker, mach ein paar Fenster auf. Yes, Sir. Schreibt mal jemand diese Musik aus. Gott, das ist Sully. Wann haben Sie den geschnappt? Warum tun wir uns das überhaupt an? Wir sind alle tot. Prüf sie trotzdem. Warum muss ich immer die Leichen checken? Ach du Scheiße. Was? Oh, fuck. Er lebt. Walker, los, hol den Truck. Yes, Sir. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Pass mal mit an, Junge. Eli, wer ist das? Was verdammt macht der Kette hier? Jacob hat ihn genauso lieb wie uns. Jetzt wird alles gut, du Held. Die Whitetails retten dich. Bringen wir ihn zu Wolfs, Dan? Wohin sonst? Tammy wird nicht begeistert sein. Sorg dich nicht wegen Tammy, das wird schon.
Aha. Verlierst du jetzt völlig den Verstand? Jetzt warte mal, Whitty und ich waren uns einig. Ihr wart euch einig? Hey, ich war höchstens ein unparteiischer Beobachter. Es ist dumm und es ist gefährlich, das wisst ihr doch beide ganz genau. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn sterben lassen? Tammy. Er war für Gott weiß wie lange in diesem Raum. Ich habe gesehen, was er mit Menschen macht. Aber du nicht. Du kannst ihm nicht trauen. Genau das erzählt man sich über dich, aber zum Glück habe ich nicht hingehört. Das steht nicht zur Diskussion. Wir brauchen ihn. Das ist alles, was zählt. Verstanden? Hattest recht. Sie hat's ganz locker genommen. Raus! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mein Ernst. Wir brauchen dich. Hol dich erstmal aus. Grüß dich. Hey, hallo, Mann. Gleich den Gang runter. Eli wartet auf dich. Es geht um nichts über den Nacht und den Scheiße, ich kann alles reparieren, außer Computer. Die Dinger sind scheiß kompliziert. Das ist kompliziert. Sieh an, wer von den Toten zurück ist. Würde gern reden, aber Eli will was von dir. Gut, dass du auf den Beinen bist. Hab versucht, dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Hör zu, ich komm gleich zur Sache. Ich weiß, was du im Süden getan hast. Du hast den Vater verunsichert, und das ist gut für uns. Wir verlieren zu viele Leute hier oben, das lässt sich nicht leugnen. Wenn das so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Du wirst leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt dein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Bevor Jacob und seine Peggys hergekommen sind, hätte ich sowas nie gesagt. Aber man kann wirklich nie gut genug vorstellen. Ein Bogen? Soll man einen Bogen mitnehmen? Eigentlich nicht, oder? Oh, wir können ja... Ja, wir können ihn ja für die Schotte mitnehmen. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte dich aber trotzdem noch im Auge. Bis bald. Hallo, Mister. Hallo, Mister. Beim südlichen Eingang. Hier ist übrigens Corey. Ein bisschen zähflicher Straßensperre beim südlichen Eingang. Okay, Leute, bedanke mich fürs Zusehen. Ein bisschen kürzere Folge, weil das wird mit Sicherheit ein bisschen länger dauern und ich habe heute auch nicht mehr so viel Zeit zu zocken. In diesem Sinne, ich freue mich schon auf die Fortsetzung, wenn es hier weitergeht und bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch gefallen hat, was ihr seht, lasst mir gerne ein Abo da, gebt mir einen Daumen hoch, würde ich mich darüber freuen. Ansonsten, wie immer, Lob, Kritik, jeglichen Kommentar, freue mich auch drüber. In diesem Sinne, bis dann. Ciao.